Mein Freund ist bis 23 Uhr weg. Hast du Bock? Hast du mal ein Foto? Boah, heute Abend nicht. Wow, fick dich. Uiuiui, heute kommt wirklich alles ans Tageslicht. Aber bevor es losgeht, lasst jetzt noch schnell ein Abo da und schreibt mal eure lustigsten WhatsApp-Gespräche unten in die Kommentare. Wir sind sehr gespannt und lesen alles mit. Aber jetzt geht's erstmal mit dem Video los. Als ob du bei McDonald's warst. Lüg mich doch nicht an, Steffi. Du bist doch wieder bei diesem Typen. Wieso vertraust du mir nicht einfach, Schatz? Ich bin jetzt wieder zu Hause, hab mir eine Badewanne eingelassen und lieg jetzt hier und esse dabei einen Burger und Pommes. Liebe dich. Ich weiß nicht. Beweis es. Och Mann, guck doch. Hier, jetzt beruhig dich. Oh, sorry, Schatz. Na, siehst du? Ja, hast du recht. Ich weiß auch nicht, was in letzter Zeit mit mir los ist. Wobei, warte mal. Wer hat das Foto überhaupt gemacht und wieso sind da Kerzen an? Hey, Schatz. Muss heute Abend leider arbeiten. Bist du dir da sicher, dass du arbeiten musst? Hä? Ja, wir machen hier Inventur. Hab ich irgendwie voll verplant. Ich glaub ja eher, du betrügst mich mit Jakob. Hä, Schatz, wie kommst du jetzt schon wieder darauf? Ich hab dir schon tausendmal gesagt, dass da nichts läuft. Außerdem haben wir doch in der Paartherapie darüber geredet. Ich kann einfach nicht glauben, dass du mir einfach nicht mehr vertrauen willst. Oh Mann, ey, ich sitz schräg gegenüber von dir an der Bar mit meinem Chef. Hey Lea, ich hab wirklich schlechte Neuigkeiten. Ja, ich auch. Hab Nico beim Fremdgehen erwischt. Ach wirklich? Na, dann habe ich vielleicht ganz gute Neuigkeiten für dich. Was denn? Hab ihn heute aus Versehen mit dem Auto angefahren. Hey Leon, wenn du mir das Herz brichst, dann zerstöre ich eben deine Playstation. Hä, wieso denn die Playstation? Soll ich dir etwa deine Knochen brechen? Hä? Nein! Was ist denn überhaupt los? Ich hab dich rummachen sehen, letztens auf der Party mit Betty. Also genieß deine letzten 15 Minuten Fortnite. Ich bin gleich bei dir. Ich liebe dich, Josh. Fahr zur Hölle. Ich will nichts mehr mit dir zu tun haben. John. Ich meinte John. Diese verdammte Autokorrektur. Oh Mann, Schatz. Du hast mir einen echten Schrecken eingejagt. Ich lieb dich doch noch viel mehr. Oh mein Gott. Lilly. Ich hab grad aus Versehen John geschrieben, dass ich Josh liebe. Hab ihm gesagt, das war die Autokorrektur. Er hat's mir abgekauft. Wie ich gesagt hab, fahr zur Hölle. Hallo. Ach, hi Justin. Wie geht's? Oh, ich bin nicht Justin. Ich bin nur seine andere Freundin, Clara. Hä? Anscheinend hat er uns beide über 2 Jahre lang betrogen. Oh, ist das so, ja? Ich habe letztens erst eine Doku über so neue, richtig robuste Baseballschläger gesehen, wenn du verstehst, was ich meine. Also, ich habe das Gefühl, wir werden sehr gute Freunde. Ich glaube auch. Wir treffen uns um 19 Uhr vor seiner Wohnung. Bis gleich. Hey. Hab mir heute mal was Schönes Neues gekauft. Wenn du magst, können wir das heute noch ausprobieren. Mein Mann ist gerade auf Geschäftsreise. Marie, ich denke, du bist seit gestern krank und liegst den ganzen Tag schon im Bett. Oh, ja, das ist jetzt peinlich. What the... Hase, ich muss dir was beichten. Ich hab dich heute betrogen. Ist das jetzt dein Ernst? Wer ist diese und wann war das überhaupt? Wir sind doch den ganzen Tag zusammen gewesen. Aber weißt du was? Wie du mir, so ich dir. Ich hatte Sex mit deinem Bruder. Ich glaube, jetzt haben wir uns falsch verstanden. Ich hab die Mathearbeit gemeint. Musste bei dir abgucken. Oh, sorry, da bin ich wieder. Meine kleine Schwester hat sich mal wieder mein Handy geschnappt. Hey Süße, heute Abend Netflix und Chill? Hier ist ihr Freund. Franzi hat ihr Handy bei mir vergessen. Aber wer ist denn da überhaupt? Ah, okay. Sie hat was mit uns beiden, kann das sein? Oh Mann, ja, scheint so. Okay, wie zahlen wir es der Schlappheim? Ach, lass doch einfach mal die Nachricht offen und warte, was passiert. Gute Idee. Ich fühle mich so schrecklich. Oh, was ist denn, Bro? Ich hab Svenja betrogen. Oh, shit, warum machst du denn sowas? War gestern im Club und hab da so ein heißes Girl kennengelernt. Hast du mal ein Foto? Alter, bist du komplett durch? Was denn? Die ist doch geil. Das ist meine Freundin. Ich bring dich um. Hey, Baby, es ist vorbei. Wow, dich. Ich hab mit deinem Bruder geschlafen. Was? Ich meine die Prüfung. Oh, ich hab auch gar nicht mit ihm geschlafen. Okay, ich bin raus. Das war's dann jetzt. Du kannst nicht mal. Ich hab doch mit ihm geschlafen. Raus aus der scheiß Schule. Shit.
Oh mein Gott, Digga, dieses Mädel kam gestern echt noch zu mir. Was? Ja, Mann, sie ist so heiß. Sie hat mir nachher sogar ihre Nummer ins Handy gespeichert. Dein Ernst? Ja, und falls Nina das jemals rausfinden sollte, sage ich einfach, ich war betrunken. Boah, du bist so ein dämlicher Idiot. Hier ist Nina. Was? What the f***? Sie hat einfach ihre Nummer in deinen Kontakt gespeichert, die Schatz, ich war betrunken. Spar dir das. Es ist aus. Hey, Süße. Oh, hier ist Anna. Das war bestimmt für deine Freundin, oder? Nein, das war schon für dich. Wirklich? Ja. Dann haben wir jetzt ein Problem. Kelly ist nämlich zum Lernen hier und ich habe ihr gerade gezeigt, was du geschrieben hast. Und sie ist sehr, sehr sauer und auf dem Weg zu dir. Aber da du dann ja eh gleich Single bist. Hey, Süßer. Ich habe eine wundervolle Nachricht, Baby. Oh, was denn? Ich bin schwanger. Von wem? Na, von dir natürlich. Komisch. Kann nämlich gar nicht sein. Hä? Ich bin sterilisiert. Dein Ernst? Ja. Oh, Schatz. Die letzte Nacht war so toll. WTF? Du warst doch letzte Nacht gar nicht bei mir. Nicht? Nein. Bist du dir sicher? Ja? Was zum Teufel ist hier los? Betrügst du mich etwa, Schatz? Hey, Baby. Was machst du gerade so? Nicht viel. Ich gehe gleich ins Bett. Du? Ich stehe im Club hinter dir. Hä? What the f***? Wo denn? Ich sehe dich überhaupt nicht. Ich bin zu Hause. Aber du bist ein mega Arschloch. Letzte Nacht war so wunderschön. Was hat dir am besten gefallen? Dass mein Freund nicht da war. Ist das dein Scheiß Ernst? Oh mein Gott. Shit. Und wie dumm du bist, dass du dann auch noch mir schreibst. Oh, ich habe euch beide als Baby gespeichert. Mein Freund ist bis 23 Uhr weg. Hast du Bock? Boah, heute Abend nicht. Warum nicht? Vielleicht guckst du einfach mal, wem du gerade geschrieben hast. Ich kann das erklären. Ihre Nachricht konnte nicht verschickt werden. Ihre Rufnummer wurde deaktiviert und sie sind nun Single. Ja Leute, schreibt jetzt mal eure lustigsten WhatsApp-Chats unten in die Kommentare. Hier haben wir jetzt noch ein weiteres ziemlich cooles Video für euch. Zum Anschauen klickt einfach drauf. Und damit war es das auch schon wieder für heute. Macht's gut und bis zum nächsten Mal. Ciao.